kommen sie aus dem Gewölbe, alles klar. Oh, Alter. Die Kamera ist ein bisschen... Ja, okay, es geht eigentlich sogar. Erstmal willkommen zur Resident Evil 8 Demo. Meiden. Bitte... Okay, ich musste zum Glück noch nicht auf Klo. So, was ist das hier? Untersuchen. Ein Stück Papier, alles klar. Okay, mit Dreieck sehen wir uns Objekte an. Ein vergilbtes Stück Papier, das in einer Wand versteckt war, scheint eine Nachricht zu sein. An jene, die nach einem Auszug von dir suchen, Auszug, ja moin, Ausweg, ich hoffe, diese Notiz wird dir helfen. Du kennst mich nicht, aber wenn du überleben willst, musst du mir vertrauen. Zunächst musst du aus dieser Zelle entkommen, sieh dich um, wenn nötig, auf allen Vieren, um ein Schlupfloch zu finden. Dann versuche nach dem Objekt, das dir zum Ausbruch verhelfen wird, es ist dann ja eine... Okay. Wunderbar, geht's auch weiter, ja. Sobald das Gewölbe hinter dir lässt, findest du dich in einem Raum wieder. Die Tür dort führt dich... Er führt nicht in die Freiheit. Das Licht wird dir den richtigen Weg weisen. Okay. Die Tür führt nicht in die Freiheit, alles klar. Solltest du in der Sackgasse geraten, gib nicht auf. Irgendwo gibt es einen versteckten Weg. Wenn du erstmal die Leiter erreicht hast, hast du es so gut wie geschafft. Aber pass auf, dass sie dich nicht sehen. Ich werde heute Nacht von hier fliehen und ich bete, dass auch du es hier lebend rausschaffst. Geil, verschimmeltes Brot. Finde ich lecker. Okay, ich komme hier nicht raus, das ist klar. Ich kann mich auch ducken irgendwie, ne? Ja, hocke, genau. Ah ja, war klar. Hoffen wir, das Spiel ist laut genug. Es hört sich jetzt ehrlich gesagt nicht danach an. Ah, war das mein Nachbar? Ey, der ist ja... eine richtige Drecksau, ey. Okay. Oh, also... Ich glaube, ich habe gerade was gehört. Oh, was ist denn da? Lebenserhaltende Medikamente? Was? Für Vieh. Oh, das ist ein Bild von Jesus. Nee, doch nicht. Das ist irgendein anderer Jesus. Vielleicht der weibliche Jesus. Oh, jetzt habe ich alle getriggert. Ups. Sorry. Oh, ich komme hier rein. Ist überhaupt irgendwas? Boah, diese Geräusche von diesen Käfern, die man in den Ohren hat. Ist ja richtig eklig. Bah. Oh, okay. Ja, da steht gerade... Achso, mir fehlt etwas. Ja, ich weiß. Oh, da höre ich, glaube ich, gerade eine Tür. Oh, hier liegt ja einer. Ach, eine. Die ist ein bisschen tot anscheinend. Hilf mir, Bruder. Help me, blubber. Ja, ich versuche zu helfen, wenn ich überhaupt der Bruder bin. Spiele ich nicht eine Frau? Wurde das nicht gesagt? Oh. Dem fehlt ein bisschen was von seinem Unterkörper. Oh. Ey, nimm das seine, ne? Ja, mir fehlt auch ein Schlüssel, okay. What? Was war das? Da ist irgendwas runtergeplumpst. Oh. Ach so. Oh, ich habe was gehört. Jetzt die Heckenschere da raus. Ja, komm, gib mir. Holzsteine, Heckenschere ist mir egal. Heckenschere, Alter, what the fuck? Lost. Komm, schnell. Wie schön, dass du dich umdrehst. Oh, was hast du da drin? Schwarze Gedärme, wahrscheinlich verkohlt oder so. Ich werde mich gleich so erschrecken, ey. Sie ist jetzt schon kommen. Oh. Wieso gehen die Türen wieder zu? Oh Gott, das will. So schnell aufmachen hier, komm.
Oh, ist das der Unterkörper von dem? Ah, ein Dietrich. Okay. Ja, was passiert da hinten? Oh Gott! Schnell, schnell, Dietrich, let's go. Ach so. Oh Mann, ey. Geht der nach rechts weg? Ich glaube ja. Oh, guten Morgen, Fass. Wie geht's dir so? Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's nämlich auch super hier. Oh, Plattenspieler krieg ich ne. Oh, lol. Dans macabre, ja, das ist wirklich makaber hier alles. Oh, ii. Das riecht ja widerlich, ja. Sieht ein bisschen aus wie rote Grütze oder so. Kann ich das Fass irgendwie so runtertreten? Na egal, gehen wir mal hier runter. Aber an sich ist das echt gerade. Bitte was? Ist das jetzt zugegangen? Nee. Irgendwas ist da passiert. Oh, ein Bl ich würde sagen, so ein Ziegel. Okay. Ich finde die Stimmung hier echt ganz cool so. Als wenn das Spiel auch auf 60 FPS laufen sollte, was ich jetzt mal nicht glaube. Ich weiß es nicht. Also Resident Evil 8, da bin ich mal gespannt, ey. 9. Juni 85, 58, sorry. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Besitzer allesamt Frauen sind. Lol. Hä, ist doch voll gut. Die Herrin und die Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. Okay, ist daran so schlimm jetzt? 23. Juni. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, oder heißt es deswegen Maiden? Ich weiß gar nicht, hat irgendwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela hat mit ihrem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Mit einem Messer, okay. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. Ja, dann geh doch einfach. 8. Juli. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei, also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur ein Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien, alle drei, ich soll das Fenster machen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Ah, ist das vielleicht der Typ, der mir eventuell geholfen hat hier? Oder? Ich meine, ich wollte gerade sagen, könnte auch eine Frau sein, aber dann wäre diejenige, glaube ich, nicht so schockiert, dass hier alles nur Frauen sind. Ich weiß es ja nicht. Lass mich da nach oben gucken bleiben. Danke. Mann. Klopft irgendwas. Oh. So, Gewölbe verlassen. Oh, eine Halskette. Eine Kette aus Zierknochen, die böse Geister fernhält. Ich verlor sie, als er mich in den Keller warf. Steht da irgendwas drauf? Oh, warte mal, da. Achso, nee, ich habe selber reingezoomt, okay. Was guckst du mich denn jetzt so an? Bist gerade quasi dem Licht gefolgt und bist nicht durch die Tür gegangen. Echt, war da eine Tür? Ach so, nee, weil da stand nämlich nachdem du aus dem Gewölbe raus bist, soll ich dem Licht folgen. Ne? Also hier ist eine Tür, keine Ahnung. Und hier ist, da ist aber auch eine Tür. Wow! Was war denn da jetzt los? Also
Also irgendwie muss ich hier entkommen. Ist das nicht die Demo, wo hier diese Fliegentante war? Doch, das ist doch diese Demo. Also ich kenne die Demo nicht, by the way, nur ich habe mir halt die Resident Evil Show so ein bisschen angeschaut. Und hier ist doch diese eine Frau mit diesen Fliegen. Also kriegen wir eventuell noch eine Knarre. Hört, hört. Ich glaube, ich habe gerade was gehört. Was ich mich gerade frage, ist, laufen die in Echtzeit rum oder? Oder sind das nur so Ereignisse, wo die latschen? Hier ist auch nichts. Habe ich eine Karte? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Das sieht aus wie eine Tür, die ich eigentlich nicht öffnen will, aber. Eins der Augen ist lediglich eine Vertiefung. Ah ja. Ich will den Witz auch verstehen. Hallo. Ich komm mal langsam runter, ne? Ja, folge dem Licht. Also die Tür da, die führt nicht in die Freiheit. Denke ich mal. Aber ich würde niemals. Oh. Kein LAN-Kabel verbunden, das ist ja perfekt. Ah, jetzt spackt das wieder rum. Och, nein. Das tut mir jetzt natürlich leid, dass ihr das sehen müsst. Alter, das geht mir so auf den Sack. Es hat halt manchmal so seine Spacken, aber es ist relativ selten. Machst du das ab? Versuchst du es, oder? Ja. Ja, okay, jetzt geht's. Dankeschön. Oh, ein Glas. Oh, ein. Aha, Ring mit rotem. Rostrotem Auge. Mal wieder zu, ne? Wir wollen hier keine Aufmerksamkeit irgendwie erregen oder so. Okay. Ganz schön kalt da draußen, ey. Ich muss unbedingt den 7. Teil noch spielen, bevor ich hier das anfange. Wo ist hier auf einmal eigentlich Blut? War hier schon vorher Blut? Ich hab's nicht gesehen. Okay, ich hab was gehört. Also drei Komtessen sind ja hier, ne? Deswegen auch drei, die bestanden haben. Okay, sorry. Geil wäre es halt auch einfach, wenn man einfach durch die Haupteingangstür rausgehen könnte. Einfach so. Ach lol. Ah! Ja! Vielleicht so. Hey. Hier. Ich hab ein bisschen Angst. Hallo? Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu oder Q reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alcina Dimitrescu benutzt die lang gehegte, wenn auch eigentümliche Methode der Weinherstellung, um ihren Wein ein besonders reiches Bouquet zu verleihen. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sangue Virginis? Irgendwie so. Blut der Jungfrau. Okay, gut, das ist mit Virginis, das hätte man schon sich denken können. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Ist das wichtig, den Wein mitzunehmen? Oh, warte mal. Okay, ich habe jetzt den Hofschlüssel. Oh Mann, wenn ich jetzt rausgehe, werde ich sowas von. Krieg sowas von auf dem Dötz, ey. I'm watching you. Du
Bitte was? Wer watcht mich? Ich weiß es nicht. Scheiße, es geht nicht. Oh Mann! Ja, da nach oben will ich ehrlich gesagt nicht mehr gehen, aber ist okay. I won't last until dinner. Oh Gott! Aua! Oh! Scheiße! Ganz doll Kacke! Okay, es geht nicht. Was soll ich jetzt machen? Oh. Ja, ich kann nicht mal mehr rennen, ich bin tot. Hier, friss mich, nimm mich, komm. Danke, Spiel. Dachte ich, hätte es geschafft. Was? Jetzt bin ich wieder hier? Hier ist ja auch... Ach, warte mal. Ah, die Tür vielleicht. Oh, ach, oh nein, die Tür ist es. Okay. Oh Gott. The fuck? Aua. Lauf! Alter. Oh, Alter. So we finally meet. Vielen Dank, Sie die. Ja, danke schön. Okay, cool. Ja, das war die Demo. Ich wusste, dass sie irgendwie sehr kurz ist. Ja, also eigentlich macht das gar keinen Unterschied, ob wir jetzt von der riesigen Frau mit den dicken Titten und mit den riesigen Clownzähnen, mit diesen riesigen Messern da getötet worden wären oder mit von der anderen Frau da jetzt. Eigentlich ist das vollkommen egal. Tot sind wir sowieso. Na gut. Dann, ja, war's das mit dem Video. Also, boah, war okay, aber das Hauptspiel wird deutlich besser, denke ich mal.